Ja, da sind wir wieder zur nächsten Runde. Diesmal spielen wir gegen Robin. Der war eben disconnected. Ich hoffe, er ist jetzt zurück. Bis jetzt noch kein Zeichen. Eigentlich hatte ich vor, ihn erst im Finale zu treffen. Aber was soll man machen? Man spielt gegen wen man spielen muss. Robin hat wahrscheinlich, ich tippe mal, der spielt meistens mehrfarbige Decks, sage ich mal. Also grün, Splash, den Rest der Farben. Und halt Good Stuff und so. Ja, aber ich denke, mein Deck wird einfach genau dasselbe machen wie die Runden davor. Er antwortet nicht. Ich werde ihn mal noch woanders anschreiben, werde so lange pausieren. Ah, da sind wir wieder. So, ich sehe eine Hand mit Black Lotus. Das muss erstmal gehalten werden, denke ich. Ich habe auch Onas Prowler und Requiem Nightmare. Ich glaube, es gibt keinen Weg. Oh, es sei denn, ich klicke falsch. Nein, ich möchte nicht mal liegen. So. Die Frage ist, lege ich Turn 1 Benjwein? Versuche ihn einfach zu racen. Er fängt an. Mal gucken. Turn 1, Vengeance, 16, 12. Turn 2 dann Prowler. Oder Turn 1, Mastikor. Ja, ich glaube, ich lege einfach Turn 1 Venge rein und dann gucken wir einfach mal, wie schnell wir sind. Oder wie schnell er eine Antwort hat für den. Dann gibt es Turn 2 Onas Prowler hinterher und dann werde ich wohl noch finden. Kann ich auch mit Nightmare Venge rein zur Not wiederholen. Hat schon wieder das Spiel verlassen. Ich werde nochmal wieder pausieren. Und da ist er wieder. So. Ja. Er nimmt nicht auf. Okay. Okay, sein Rechner stürzt dann ab, scheinbar. Spielt rot. Wenn ich jetzt den Vengevine-Plan mache, ist es natürlich riskant, dass er halt einfach einen Lightning Bolt hat. Also vielleicht hat er auch einfach das monorote Deck gedraftet, weil er war auch relativ schnell fertig, die erste Runde. Aber ich sehe hier auch gerade Onas Prowler in Tokrisilbrand. Aber ich glaube, ich gönne mir trotzdem Vengevine. Mal gucken, was er zu meinem Black Lotus sagt. Ja, diesmal drei Grüne besser. Na, gucken wir mal. Ich glaube, dass er gerade wild in die Tasten kloppt, aber irgendwie passiert nicht viel. Warum müssen meine Gegner immer so langsam sein, sage ich mal. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Denkt er nach? Will er doch aufnehmen? Macht er nichts? Ich weiß es nicht. Ich pausiere noch mal wieder, auch wenn ich zum 10. Mal jetzt pausiere. So, er ist wieder da. Hat ein bisschen gedauert. Ich bin ein bisschen gelangweilt. Da ist der Wald, von dem ich schon dachte, dass er irgendwann kommt. Ich renne weiter rein. Oder schieße ihn ab. Ja, ich leg weiter Sümpfe. Ich will nicht irgendwie. Ja, ist okay. Ist okay. Kahn. Schön, aber nicht der Plan. Das reimt sich. So, er ist auf 12. Ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt Vengevine direkt reinopfern und Griselbrand holen. Also erst angreifen natürlich. Weil ich sowieso nur tausche. Ich glaube, das ist gar nicht so der schlechte Plan. Oder will ich tauschen? Und ohne Spoiler. Ne, er hat nur noch 12 Leben. Ich glaube, ich will einfach nur den Prowler angreifen und den Vengevine reinopfern. Dann habe ich halt immer noch die Requiem Nightmare Tricks. Jetzt gleich 7 Karten ziehen lohnt sich nicht. Lotus habe ich eh nicht mehr. Also würde ich erstmal Go sagen und vielleicht in seiner Runde einfach 7 Karten. Er schreibt gerade lustiger Typ. So ist es. Ich glaube, er hat richtig viel Spaß. Ja, das war schon wieder das erste Spiel. Ging mal wieder flott. So soll es sein. Sideboarden. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der irgendwie nicht die Videos aufteilen muss, weil es so schnell geht. Nun gut, Sideboarden. Rot-Grün. Ich tippe mal auf Aggro. Wahrscheinlich will ich den Firestorm haben. Oder den Smokestack Firestorm. Ja, ich würde wieder einen der Fettis raustun. In diesem Fall hat Griselbrand natürlich mehr gemacht. Ja, ich tue die Battlesphere raus. Hat schon Deck submitted, also wird's doch. Ja. Damit kann ich mich anfreunden. So, er fängt wahrscheinlich wieder an. Und unsere Hand sieht vernünftig aus. Er hält auch. Griselbrand ist noch nicht so das Beste, was es gibt, aber vielleicht finde ich ja noch das Nightmare oder irgendwelche Tricks. Ansonsten Kreatur, Bone Shredder. Ist schon mal. Und da ist der Onas Prowler. Ja, ich lege jetzt auch den Onas Prowler an, kann ich nächste Runde den Bloodgust reinwerfen. Also in seiner Runde. Brauche nicht die Mana-Kosten bezahlen. Das ist ja unendlich viel. Okay. Habe ich was zum Zerstören? Bonfire. Okay. Soll er es spielen und dann werfe ich ab. 2.
Ich hätte jetzt wahrscheinlich den Grisebrand noch reinwerfen sollen. Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber okay. Nächste Runde werde ich wahrscheinlich Echo bezahlen, es sei denn, er legt irgendwie eine Kreatur hin oder so, die ich pulsen möchte. Und kommt wahrscheinlich auch Plo Under. Okay. Ja, dann kann ich kein Echo zahlen. Immer erst angreifen, vielleicht hat er ja einen Gutshot. Nee, diesmal nicht. Ich glaube, ich leg weiter Wälder. Gibt keinen Grund, dass er mir den Sumpf gleich kaputt macht. Vielleicht hat er ja das gute Land Destruction Deck. Thrag Tusk. Ja. Den werde ich wahrscheinlich so oder so pulsen. Ja, ich greife mal trotzdem vorher an. Kostet ja nichts. So, ich gehe auf 7, gehe auf 4, gehe auf 3. Wenn ich es nicht mache, gehe ich auf 6 und habe vielleicht das Land für Vraska. Auf 3 ist ganz schön knapp. Aber ich brauche das fünfte Land, um den zu töten. Da wird auch noch was nach. Ja, ich glaube, ich muss es machen. 3 dann der Arena draußen. Raska braucht dann auch noch einen Turn. Nee, nee, nee. Da ist nicht das Land. Jetzt die Arena legen. Gehe ich auf 3, gehe ich auf 2. Stelle ich den ab. Ja, ich brauche das Land. Erstmal angreifen. Gehe auf 3, gehe dann auf 2 in der nächsten Upkeep, leg die Vraska, töte den Dings. Gehe dann auf 1 Level hoch, dann sterbe ich. Also kann ich es nicht machen. Sei denn, ich krieg den Grisebrand ins Spiel. Ach man. Muss ich so hoffen, dass ich ein Land ziehe. Oder ein Black Lotus. Das würde zur Not auch reichen. Oder Mana Vault. Ist es nicht.
lasse mich immer gerne tothauen. Bevor ich aufgebe. So, Firestorm ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Idee. Grieselband wäre im Spiel, glaube ich, ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Und es ist auch eine Karte, die ich nicht einfach so legen kann. Ich glaube, dass ich eher irgendetwas brauche, was ich. Eine Kreatur, die ich früh noch legen kann, wenn er auf meine Länder geht. Rotsplash wird natürlich auch echt immer schlimmer, wenn. Ich würde einfach noch so 5-5er nehmen, die er nicht so richtig handeln kann. Für Notfall Primus habe ich nicht so richtig irgendwas gesehen, also ich würde einfach. Kann ihn aber noch spielen. Einfach ein bisschen weniger Mana kosten. Ich habe das Channel noch. Dann lasse ich mal die Battles 4 drin. Ich glaube, das ist ganz gut. Grieselbrand ist natürlich gut, wenn er auf dem Tisch liegt. Ich werde mal pausieren.